Und jetzt für die absoluten Insider noch ein paar Impressionen aus dem Simulator. In Toulouse, denn wir haben die ersten Schulungen und Ausbildungen in Toulouse auf dem Airbus-Simulator gemacht, weil die Airlines, die A380 bestellt hatten, zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen Simulatoren hatten. Und ich bin hier mit Uli im Simulator. Und hinten sitzt der Wolfgang Absmeier, der hier ausbildet. Wolfgang ist Airbus-Testpilot und hat gleichzeitig die Lizenz, um als Ausbilder tätig zu sein. Ist ein Deutscher. Welchen Anflug machen wir jetzt? Der bedient hinten das Instructor Panel, gibt also da hinten die ganzen Parameter ein und natürlich auch die Fehler, also das, was uns ärgert. Und wir stehen jetzt in New York auf der Startbahn 13 links und machen also nach Südosten in südöstlicher Richtung jetzt einen Takeoff. Wolfgang baut schon die ersten Schweinereien hier ein. Und ich fliege. Oder waren Vögel, also er gibt uns hier gut simuliert. Hat auch getroffen. Ja, man hört es auch, er gibt uns einen Bird Strike. Also Vogel ins Triebwerk. Hat auch ein Triebwerk getroffen. Mein Speedband ist. Und wir. Engine Failure Number One. Engine Fire. Und das Triebwerk Nummer 1 hat einen Schaden und brennt. Und wir fliegen jetzt das Engine Failure Procedure. Hier sieht man das Engine Fire Light von der Engine 1. Das heißt, die Warnung zeigt an, dass das Triebwerk brennt. Und wir arbeiten jetzt diesen Fehler nach unseren festen Procedures ab. Abnormal Procedures. Engine 1 Fire. Uli arbeitet als Pilot not flying. Number one confirmed. Die Emergency Checkliste ab. Ich fliege das Flugzeug. Das ist sowieso immer das Wichtigste. Nummer 1, fly for aircraft. Nicht, dass man wegen eines Failures, womöglich eines leichten Failures, vergisst, das Flugzeug zu fliegen. So, jetzt schießen wir die Firebottle ab, das heißt, die erste Löschflasche wird in das Triebwerk hineingeschossen und wir hoffen, dass die Substanz, die wir in das Triebwerk hineinschießen, dazu führt, dass das Feuer gelöscht wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würden wir noch eine zweite Flasche hineinschießen. Wenn das auch nicht reicht, würden wir so schnell wie es geht wieder landen. Jetzt machen wir ein Cleanup. Das heißt, wir sehen, Triebwerk 1 steht. 2, 3 und 4 laufen. MCT, Max Continuous Thrust, das ist eine Power Setting, die dann benutzt wird in case of engine failure. L Star. Clear engine fail. Der Controller hat uns links rausgedreht, also erstmal so grob Richtung Norden, Nordwesten. Und wir werden gleich wieder in New York, John F. Kennedy landen. Avoid icing conditions. There are no icing conditions. 15 degrees. Yeah. Secondary failures. ELEC. Start APU. Natürlich, wenn man Engine Failure hat, sind natürlich auch andere Systeme betroffen, also in dem Fall das elektrische System, natürlich auch die Bleed Air Versorgung, das Air Conditioning System. Green Engine 1 Pump A and B. Engine 1 Bleed. Wing Anti-Ice. Also so ein Engine Failure ist ein Procedure completed. Relativ einfach zu handelnder Fehler. Das muss jeder Pilot aus dem FF und im Schlaf beherrschen. Und Sie sehen auch, es kommt keine Hektik und kein Stress auf, sondern der eine fliegt das Flugzeug, gibt die entsprechenden Kommandos, die dazugehören, und der andere arbeitet das Engine Failure Procedure über die Checkliste, die integriert ist in unser elektronisches System, integriert ist ab. Und schon sind wir wieder im Anflug nach New York mit einem abgestellten Triebwerk. Flieg wieder von Hand. Und
nähern uns mit einem stehenden Triebwerk, was für das Flugzeug von dem Leistungscharakter und Leistungsparametern her überhaupt kein Thema ist, kein Problem ist, nähern wir uns wieder der Landebahn 1-3 links. Das ist die, auf der wir vorhin gestartet sind. Und genauso wie wir das hier im Simulator gemacht haben, würde man das auch im richtigen Leben machen. Da dürfte fast kein Unterschied bestehen. Vielleicht kommt man nicht so schnell wieder rein in den Platz wegen des Verkehrs, aber das war's. Ich hoffe, meine Kommentare haben Ihnen Spaß gemacht und wir haben versucht, das ganze Szenario so live rüberzubringen, wie es im richtigen Leben ist. Wir haben Ihnen einen Einblick in die reale Welt des Fliegens gegeben. Wir sind da. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ihr Jürgen Raps.